Unser Film Dunkle Wasser wurde in Matsee gedreht. Bei unserem ersten Fall stoßen wir an unsere Grenzen, weil in dem Dorf, in dem ermittelt wird, vieles totgeschwiegen wurde. Und doch irgendwie alles mit allem zusammenhängt. Es ist also ein riesiger Knoten, den man entwirren muss. Matze ist klar, da kennt man sie. Und wer ist dieser Siebert? War früher mal Gemeindearzt. Das ist seit Ewigkeiten in Pension. Ja, es war für mich sehr aufregend und spannend, diesen Hauptinspektor Dorner zu spielen, weil ich es einfach spannend finde, Figuren zu spielen, die so eine Tiefe haben und so ein Geheimnis und ja, wo man so eine reiche Hintergrundgeschichte hat. Und ja, das ist natürlich für einen Schauspieler immer was Aufregendes. Schau mir an. Oh, my God.